Unsere Betrachtung der ersten Strophe im letzten Block hat wohl nicht so ganz der traditionellen lieblichen Sichtweise entsprochen. Schauen wir heute die zweite Strophe an. Überschrift: Zärtlichkeit ist Leben. Stille Nacht, heilige Nacht. Gottes Sohn, wie lacht lieb aus deinem göttlichen Mund, da uns schlägt die rettende Stund. Jesus in deiner Geburt, Jesus in deiner Geburt. Wenn du diese Strophe zu Weihnachten singst, hast du dann das Gefühl, dass es nur ein rührseliger Kitsch sei? Nein? Siehst du, da steckt etwas drin, was dich wirklich echt berührt. Vielleicht ist es ein ähnliches Gefühl, wie wenn du ein kleines Kind berührst. Ein ganz kleines, junges Leben, in dem so viel Hoffnung steckt und ganz auf Hilfe angewiesen ist. Auch du warst so, ich auch. Irgendwie steckt diese ganz ursprüngliche Kraft, Lebenskraft, noch in uns allen drin. Eine Lebenskraft, die aus reiner Zärtlichkeit besteht, nicht? Joseph Mohr hat dieses junge Leben gespürt. Er beschreibt es so zärtlich, dass die Liebe Mensch geworden ist. Einer wie du und ich, aus Fleisch und Blut, als kleines, tollpatschiges kleines Kind, das man am liebsten liebkosen möchte. Es ist nicht vom Himmel herabgestiegen, es ist aus einer jungen Frau geboren. Gott und Liebe, ist es nicht eins, so wie es in der Bibel so oft beschrieben wird? Und die menschliche Liebe, ist das was anderes? Abgespalten? Nein, auch für Joseph Mohr ist es eins und er beschreibt es so zärtlich. Was heißt da? Die rettende Stund. Die Rettung geschieht nicht im Himmel, irgendwo, irgendwie im Jenseits. Das Leben, die Liebe ist die göttliche Rettung. Klingt das für dich heretisch? Lies die Bibel. Dort findest du beeindruckende Zeugnisse, dass Gott und die Liebe eins sind. Nicht theoretisch und nicht im Jenseits, sondern ganz konkret in unserem Leben. Lies 1 Korinther 13, dort ist es beeindruckungsvoll beschrieben. In unserem traditionellen Glaubensverständnis thront Gott im Himmel, regiert von dort aus die Welt, lenkt unser Schicksal und als strenger Richter bestraft er die Bösen und belohnt die Guten. Gehörst du vielleicht auch noch zu jener Generation, wo man das im Religionsunterricht so felsenfest eingetrichtert hat? Joseph Mohr sieht es anders. Für ihn ist Gott der kleine Bruder, und er besingt ihn so zärtlich. Und Bruder, als Gottes Sohn, in seinem Gedicht ist Joseph Mohr ganz er selbst, frei. Lass dich nicht von Moralpredigern
religiös versklaven oder ins Jenseits verdrüsten. Bist du katholisch? Keine Angst, ich frage dich nicht nach deiner Religionszugehörigkeit. Was heißt katholisch? Es heißt allumfassend. Es umfasst nämlich das ganze Leben, bis in deine Haarspitzen hinein. Ich meine wirklich das ganz konkrete Leben, deines und meines, mit all seinen Höhen und Tiefen, Freuden und Leiden. Das ist katholisch, nichts anderes. Es ist das Leben, wo du bei allen Widerwärtigkeiten und Katastrophen Trost und Geborgenheit findest. Franz Xaver Gruber hat Josef Mohr katholisch verstanden. So konnte er sein Weihnachtsgedicht so übersetzen, dass es wirklich alle Menschen auf der ganzen Welt berührt. Im nächsten Block schauen wir die dritte Strophe an. Sie hat eine ganz besonders tröstende Botschaft in sich.